Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei VolksTV, liebe Zuschauer. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Mein Name ist Martin Scholz und es ist wieder mal Interaktivzeit. Zwei ganz tolle Interviewpartner habe ich heute am Telefon. Mit beiden bin ich auch privat befreundet, tolle Kolleginnen und eben halt auch tolle Freunde. Das ist einmal die Schlagersängerin Tanja Lasch und eine absolut talentierte, tolle Schauspielerin und auch Tänzerin Janina Elkin. Mit denen werde ich sprechen über das eine oder das andere, beruflich sowohl als auch privat. Zwei tolle Gäste habe ich heute am Telefon und die erste ist bereits am Telefon. Eine tolle Kollegin und ich darf auch sagen, Freundin, die Tanja Lasch. Einen schönen guten Tag. Hallo Martin. Du musstest ein bisschen flüchten, hast du gerade gesagt, damit du deine Ruhe hast. Genau, ja. Also bei uns zu Hause ist immer Trubel und da habe ich mir gedacht, nee, dann lieber irgendwo verschwinden und dann können wir ganz in Ruhe das Interview führen. Und dann habe ich dich gefragt, bist du jetzt auf den See rausgefahren, denn ihr wohnt so traumhaft, ne? Ja, das stimmt. Ja, also du hast es ja immer noch nicht geschafft, uns besuchen zu kommen, aber irgendwann wirst du dich davon mal überzeugen. Wir sprachen ja letztes Jahr schon davon, wir müssen unbedingt mal grillen. Die Grillsaison ist ja jetzt wieder eröffnet, also vielleicht schaffen wir es in dieser Saison. Ich würde mich auch freuen und sind wir ja beide beruflich viel unterwegs. Aber es wird sich bestimmt mal einen Tag finden, wo wir das definitiv mal nachholen müssen. So, wir wechseln mal eben die Kamera, genau. Jetzt bin ich in der 1. So, da sieht man dich nämlich jetzt ganz groß hier im Bildchen hinter mir. Tanja, du bist ja Sängerin, Musikerin. Wie bist du dazu gekommen, Musik zu machen? Erzähl mal. Also bei uns war das so, meine Eltern, die kommen beide, also mein Vater kommt aus dem Job und bei uns gingen die Künstler immer ein und aus. Ich kannte gar nichts anderes und bin sozusagen so groß geworden, habe mit 8 schon meine ersten Fernsehauftritte gehabt in der ehemaligen DDR, also in so Kinderfernsehen, die Sendung wie zum Beispiel Mobil, damals moderiert von dem Wolfgang Lippert. Und es ging immer so weiter und dann habe ich ein bisschen in die Schauspielerei reingeschnuppert und bin irgendwie immer in diesem Job geblieben. Und nach der Schule habe ich dann Musik studiert, also Gesang in Dresden an der Musikhochschule und habe da angefangen in verschiedenen Formationen zu singen, damals noch Englisch mit so, also mit zwei Tänzern noch und einem Rapper, also es war damals noch kein Schlager. Ja, und dann ging es immer weiter und irgendwann bin ich dabei geblieben und jetzt ist auch kein Zurück mehr. Nee, ne? Irgendwann sagt man so, jetzt muss man diesen Weg auch zu Ende gehen. Recht hast du. Ja. Du hast richtig Gesang und Musik und Gesang studiert, das wusste ich ja noch gar nicht. Ja, doch, also jetzt weißt du es. Nee, es war so, dass, es war zwar schon nach der Wende, ja, also so alt bin ich jetzt auch nicht, aber es war so, dass zu DDR-Zeiten musste man sein Fach studieren, um überhaupt damit Geld verdienen zu dürfen. Ach, also es gab den sogenannten Berufsausweis und dann wurde man eingestuft. Und wenn man dann eben studiert hatte, dann wurden die Gagen auch höher eingestuft. Ansonsten war es nur so ein bisschen Laienmusik, die man machen durfte. Das wurde dann aber auch gar nicht so ernst genommen. Und deswegen haben viele Ostkünstler eben wirklich auch ihr Fach richtig studiert. Stimmt, bei mir noch so drin. Ich habe das neulich gehört von den Prinzen, die das auch erzählt haben mit diesen Einstufungen. Genau. Die da, glaube ich, auch irgendwie ein Studium machen mussten und da mussten die vor so ein Gremium und ihre Texte auch vorlegen, ob das alles so okay ist. Wahnsinn, heute ja undenkbar, ne? Also selbst das, ein Lektorat. Auch das wurde damals also komplett kontrolliert, was da auf die Bühne kommt. Und du bist auf die Bühne gekommen. Du sagst, du hast auch ein bisschen Schauspielerei mal gemacht. Auch das wusste ich nicht. Mensch, man entdeckt ja doch immer noch neue Seiten, obwohl wir uns kennen. Was hast du gespielt? Ja. Wo hast du gespielt? Ach, das ist jetzt nicht so der Rede wert. Also das waren so kleinere Rollen. Da war ich so 12, 13 bis 14, da habe ich das gemacht. Wirklich nur so Aktenzeichen, XY, Hallo, Bauernfänger und so. Also solche Sachen, ne? Wobei die Produktion von Aktenzeichen sind ja doch sehr aufwendig. Man glaubt das immer gar nicht. Also auch da habe ich auch schon mal mitgespielt. Da wird doch schon ein ganz schöner Aufriss gemacht, finde ich, ne? Was das angeht. Auf jeden Fall. Ja, also das war so sind immer so 10-Minuten-Filme gewesen und das waren dann doch 4 Drehtage. Ja, für mich als Kind war das natürlich Wahnsinn. Ich kann mich noch erinnern, ich habe pro Drehtag, glaube ich, 80 Mark bekommen. Und es war für mich natürlich Wahnsinn, da irgendwie fast 400 Euro zu bekommen, ja, für diese 4 Drehtage. Und deswegen habe ich das so 5, 6 Mal gemacht und
Dann aber irgendwann gemerkt, naja gut, also Musik ist dann doch so mehr mein Ding. Gab es denn, wenn du so jung warst, ne, und diesen Job schon gemacht hast und sagst, du warst auch sehr jung schon im Fernsehen, gab es da eigentlich so damals in der Schule, gab es da sowas wie Neid mit den Mitschülerinnen und Mitschülern, dass die gesagt haben, ach, die Lasch wieder, nur weil sie im Fernsehen ist, denkt sie, sie wäre was Besonderes oder so, kann ja sein. Bei Kindern ist das ja immer doch sehr, die sind ja da immer sehr abrupt mit ihren Äußerungen. Gab es da mal Probleme? Das habe ich jetzt eigentlich nie so richtig mitbekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Also solche Freunde, also wenn es Freunde waren, die haben das halt nicht, die haben so nicht gedacht und mit allen anderen habe ich mich nicht abgegeben, sagen wir mal so. Top, nee, so. Also muss ich jetzt sagen, und ich war ja jetzt nicht hier mega Kinderstar, also jetzt à la Rados Bokul oder sowas, ja. Also das war ja alles noch so, dass man ab und zu mal im Fernsehen kurz 10 Minuten gesehen wurde, das war es aber auch. Also und deswegen hielt sich das natürlich auch in Grenzen mit dem Neid. Gab es denn für dich mal einen Moment, wo du gedacht hast, so okay, ich habe jetzt da so reingeschnuppert, das gefällt mir auch alles ganz gut, aber vielleicht ist es schlau, zur Sicherheit doch noch einen richtigen Beruf zu erlernen, denn ja. Ich meine, du hast es von zu Hause, dein Papa beschäftigt sich ja auch mit Musik, was macht der? Der ist Textautor und Produzent zu Ostzeiten gewesen, aber hauptsächlich Textautor für die Pudis, Karat, Ute Freudenberg und sowas. Und also das war natürlich ein Fulltime-Job zu DDR-Zeiten, weil da hatte man schon seine festen Texter. Und daher bin ich eben da auch so ein bisschen reingerutscht. Aber das mit der Lehre, das habe ich leider versäumt, muss ich heute sagen. Weil, wie gesagt, ich bin direkt nach der Schule ja ins Studium gegangen und dann habe ich immer in irgendwelchen Formationen gesungen oder ich habe Jingles für Radiosender eingesungen und ach, ich habe Chöre gemacht, ich war Backgroundsängerin und habe irgendwie damit immer irgendwie mein Geld verdient. Und deswegen denkst du natürlich in dem Moment nicht dran, irgendwo jetzt noch eine Lehre zu machen. Ja. Und das habe ich dann irgendwann versäumt, ja. Gut, heute könnte ich jetzt weiß ja selber, in seinen alten Job nochmal anknüpfen, sage ich jetzt mal, wenn das jetzt 15 Jahre, 20 Jahre her ist, dann selbst da ist es natürlich jetzt schwierig, wenn man da nochmal reinkommen würde. Also das kriegt man ja auch nicht mehr hin, wenn ich jetzt irgendwo eine Lehre gemacht hätte vor 20 Jahren, dann würde man mich heute ja auch nicht mehr nehmen, weil sich das ja auch alles weiterentwickelt hat. Muss nicht sein, kann aber sein. Tanja, du bist jetzt im Schlagergeschäft, du singst Deutsch. Was sind so deine Zukunftswünsche? Wie denkst du oder wie arbeitest du? Setzt du die Etappenziele? Hast du so ein ganz großes Ziel vor Augen? Oder ist für dich der Weg das Ziel, dass du eben weiterhin auch genießt, dass du das machen kannst oder darfst, was du kannst? Das gibt ja eigentlich wenig Leute, die dieses Privileg genießen. Also das muss ich immer sagen, dass ich sehr, sehr dankbar bin, damit Geld verdienen zu dürfen, mit dem, was ich auch gerne tue. Und ich finde, das ist ein großes Privileg, was wir haben. Ja, also so geht es mir auch, das stimmt. Aber da muss ich wirklich gestehen, dass ich mir eigentlich keine großen Ziele setze, weil ich lasse es einfach so laufen, wie es ist. Und wenn es mal besser läuft, wie das nun mal in unserer Branche so ist, dann ist es schön. Wenn es mal wieder nicht so gut läuft, dann ist es auch okay. Ich bin erstmal in erster Linie sehr dankbar dafür, dass ich das machen darf, was mir Spaß macht. Und alles andere wird sich zeigen. Also ich mache das jetzt wirklich schon so lange und irgendwie habe ich mich immer ein bisschen immer damit durchgeschlagen. Ja. Und ich hoffe, dass das auch die nächsten Jahre noch so weitergehen wird. Ja, man wird irgendwie ein bisschen ruhiger und man wird ein bisschen dankbarer. Und ich habe also auch die Erfahrung gemacht, wenn man immer nur versucht, irgendwas hinterher zu hechten, dann wird es eh nichts. Gell? Man darf nicht faul sein, man muss seine Arbeit machen und das machst du ja auch. Du hast gerade eine aktuelle Single im Übrigen gerade wieder auf den Markt gebracht. Oder sie ist schon draußen, ne? Das ist, ich habe ein aktuelles Album draußen, was am 29. Mai erschienen ist. Genau. Und die Single-Auskopplung davon ist Der Vagabund, genau. Genau, da haben wir übrigens auch das Cover hier hinter mir durchrotieren mit zwei anderen Fotos noch. Dazu gibt es auch ein Video, das haben wir auch, das werden wir nachher auch noch sehen. Aber ich wollte auf einen ganz anderen Punkt hinaus. Du bist ja nicht nur Künstlerin, Sängerin, Schauspielerin, auch Moderatorin im Übrigen, sondern du bist ja auch Mama und ein Familienmensch. Ja? Ja. Du hast ein Kind. Mhm. Wie alt? 11. 11 Jahre, da weiß also jede Mutter, die ein 11-jähriges Kind hat, weiß, was das bedeutet. Das ist natürlich Action pur. Ne? Ein Junge oder ein Mädel? Ein Junge. Mhm. Ja gut, die sind ein bisschen pflegeleichter als die Mädels, glaube ich, oder? Ah! Nicht? Ich weiß nicht. Also ich habe ja wirklich nur ein Kind und deswegen finde ich schon,
Ja, es ist halt ein richtiger Junge, ne? So ein richtiger Bauke. Aber das ist auch ganz gut so. Also am Ende des Tages, wenn er dann in seinem Bett liegt, so doll wie ich auch fluche am Tag, gucke ich ihn mir an und sage, ach, wie schön. Und er kann ja eigentlich auch ganz anders. Also wenn er schläft. Hast du auch immer diese Diskussionsrunden? Ja, aber? Na klar, also auf jeden Fall. Unsere ist ja gerade 4 und jetzt fängt so diese erste Ja-Aber-Phase an. Sehr, sehr anstrengend. Man fightet ja so wirklich auch die Standpunkte aus, ne? Die kleinen Racker versuchen ja immer zu gucken, wie weit kann ich gehen. Aber du handelst das beides gut. Du handelst deine Karriere gut und du handelst eben auch deinen Job. Ich nenne es einfach mal so salopp Job als Mutter sehr, sehr gut. Du hast einen Partner, mit dem du sehr glücklich bist und auch der kommt ja aus dem Geschäft, ist viel unterwegs. Die einen oder anderen oder viele von ihnen, wenn nicht sogar alle, werden die Gruppe Fantasy kennen. Und da ist einer der beiden hübschen, netten jungen Männer dein Herzblatt. Ja, genau. Der Martin. Der Martin. Wie habt ihr euch kennengelernt? Wir haben uns über den Job, über meinen ehemaligen Moderationsjob kennengelernt. Ich habe bei Goldstar TV 3 Jahre so eine Schlagersendung moderiert. Und da hatte ich die beiden irgendwann mal im Interview. Und die waren ein Duo damals schon und ich hatte mit meiner Schwester, wir waren auch ein Duo. Und jedes Mal, wenn wir uns bei Veranstaltungen getroffen hatten, also ich hatte damals mit meiner Schwester gesungen und moderiert zusammen. Und jedes Mal, wenn wir uns getroffen haben bei Veranstaltungen, dann waren wir so ein Vierer-Team. So eingespannt, weil die waren ein Duo und wir waren ein Duo. Ja, und eines Tages wollten wir uns dann wieder treffen zu viert und dann hatte aber der Freddy keine Lust und meine Schwester hatte auch keine Lust. Und am Ende des Tages bin ich halt mit Martin ein bisschen an der Bar versackt und da haben wir uns ganz gut kennengelernt und und da hat er sich dann in mich verliebt. Schön, also so. War es für dich so, Liebe auf den ersten Blick oder war es? Nein, überhaupt nicht. Nein, ehrlich nicht? Gar nicht. Okay. Nee, also wirklich gar nicht. Ich war wirklich extrem glücklicher Single und das wollte ich eigentlich auch bleiben, weil ich kam auch aus einer längeren Beziehung. Und war gerade mal ein Jahr Single und wollte, also partout nicht, jetzt schon wieder eine feste Bindung eingehen. Und deswegen habe ich da gar nicht dran gedacht, mich zu verlieben. Das ist schon manchmal komisch, ne? Auch das ist eine Parallele. Selbe Situation hatte ich auch vor circa 2 Jahren, dass ich gesagt habe, nö, jetzt erstmal lassen wir das. Und dann kommen plötzlich Leute so ins Leben, die einen dann doch völlig umstimmen und wo man dann sagt, nee, komm, jetzt, das ist halt doch das Richtige irgendwie. Wie lange seid ihr jetzt zusammen schon? 13 Jahre im September. Nee. Mhm. Ja. Wahnsinn, Wahnsinn, Ich war 12, als ich ihn kennengelernt habe. Unfassbar. Wir waren ja gerade mit der Tanja an einem ganz, ganz interessanten Punkt angelangt. Ihre Beziehung zu Fantasy, nicht nur beruflich, sondern auch privat, ist die Tanja ja mit dem Martin liiert. Und wir waren stehen geblieben. Ihr kanntet euch sehr, sehr lange. Es war nicht Liebe auf den ersten Blick. Es hat sich entwickelt, Tanja. Und nun gehen ja beide Wege. Ne? Es geht, dass es sofort Zoom macht und es hält. Und es geht, dass man sich annähert und merkt, okay, das ist der Richtige. Und ihr marschiert zusammen durchs Leben. Jetzt, wie ist das denn für dich? Du bist viel unterwegs, Martin ist viel unterwegs. Auch aus eigener Erfahrung kenne ich das. Ist ja dann doch nicht immer so einfach, weil man ja auch oft getrennt ist. Wie handelt ihr das? Ja, vielleicht ist das ja auch sogar das Rezept, dass wir so lange zusammen sind. Also wir handeln das eigentlich ganz gut, weil wir haben das große Glück, dass meine Eltern wirklich direkt neben uns wohnen. Also wirklich direkt, also das uns trennt wirklich nur eine Hecke. Und der Luca, also wenn wir unterwegs sind beide am Wochenende, dann verliert er ja nie sein Umfeld. Also er ist immer zu Hause, nur dass meine Eltern halt eben da sind und aufpassen. So. Und deswegen habe ich auch das Glück, eben ab und zu mal mitfahren zu können. Also ich fahre jetzt nicht zu jedem Job mit, weil also Martin war letztes Jahr zum Beispiel 260 Tage unterwegs. Wahnsinn. Das kann man ja nicht machen. Ja, und Gott sei Dank heutzutage, es gibt FaceTime, es gibt Skype, Telefon sowieso und jetzt zum Beispiel, als ich in Hannover noch gedreht habe mit dir zusammen, liegt ja zum Beispiel relativ zentral, dann habe ich geguckt, wo ist Martin gerade, dann fahre ich eben dahin und also das versucht man irgendwie immer so zu verbinden und das hat bis jetzt eigentlich immer ganz gut funktioniert, auch wenn wir uns eben mal 2-3 Wochen gar nicht sehen.
hat man trotzdem immer eine Bindung und es wird auch einfach dadurch nicht langweilig. Schön, ich finde es schön, dass das so funktioniert bei euch. Dazu gehört eine Menge Vertrauen, dazu gehört eine große Liebe, beides habt ihr. Wie ist das eigentlich bei euch? Meine Partnerin, die Caro, ist ja auch Künstlerin und Sängerin. Mhm. Wenn ihr jetzt, sitzt ihr auch mal zusammen im Studio und nehmt mal was auf zusammen, schreibt ihr was zusammen, kritisiert ihr euch auch gegenseitig, dass du sagst, Martin, ich habe dich da im Fernsehen gesehen, und mal, ist ja alles schön und gut, aber das ging jetzt mal gar nicht. Also, es macht er mehr bei mir als ich bei ihm. Okay. Muss ich dazu sagen. Also, er versucht mich auch ab und zu mal ein bisschen zu kritisieren. Und manchmal hat er auch recht, nicht immer. Und das ist so ein kleiner Reibungspunkt ab und zu mal. Aber wir versuchen es immer zu trennen. Also, wir reden natürlich total viel über die Branche. Wir haben auch also viele Freunde, die uns ab und zu besuchen kommen. Eben, also, es bleibt einfach nicht aus, wenn andere, sag ich mal, Paare aus der Szene sagen, die trennen das komplett und zu Hause wird eben nicht darüber geredet. Das ist nun mal der Hauptjob und ja. Damit beschäftigt gerade Martin sich eben mehr als eigentlich mit seinem Privatleben im Moment. Und deswegen bleibt es ja nicht aus, nicht darüber zu reden. Und aber wir handeln das eigentlich ganz gut. Und wie gesagt, wir sind ab und zu zusammen im Studio, wenn wir schreiben. Ja. Also ich habe ja nun fast mein ganzes Album selbst geschrieben. Und dann nimmt er mich auf, dann nehme ich halt Demos und dann singe ich Demos ein oder ich mache einen Text. Oder er macht für irgendwelche Leute, schreibt er was und ich mache einen Text. Also da arbeiten wir schon zusammen, aber eben nur bei uns im Studio. Und jeder produziert dann woanders seine Songs. Ja. Und wir selbst würden aber hauptberuflich niemals zusammen singen. A, weil unsere Stimmen nicht harmonieren. Okay. Und B, weil einfach er sein Duo hat und ich meinen Solo-Job. Und das reicht auch. Also warum soll man da jetzt rumexperimentieren? Aber zu Hause schon machen wir schon ab und zu Musik und schließen uns im Studio ein. Und da wird einfach rumexperimentiert. Schön. Schön, also ich habe gerade genau das Gegenteil vor. Ich werde meine Sache zum Beispiel mit Caro jetzt zusammenlegen, weil wir eben gesagt haben, wir wollen einfach zusammen auch unterwegs sein und einfach diesen tollen Job, den wir haben, auch genießen. Durch Deutschland zu reisen, tolle Städte zu sehen, tolle Veranstaltungen zu besuchen, tolle Leute kennenzulernen. Und aber gut, man kann es so gehen und man kann es so gehen, den Weg. Hut ab und toll, dass ihr das so schafft. Wenn ihr jetzt so eure Freizeit habt, die ihr euch sicherlich auch geplant nehmen müsst, ne? Weil Martin ist natürlich mit Fantasy unfassbar viel unterwegs, aber du bist nicht minder viel unterwegs. Plant ihr das so es richtig geht, und sagt, geht. Naja gut, aber es reicht ja, wenn einer unterwegs ist, gell? Und um zu sagen, so, das heißt, ihr müsst ja richtig planen, so, und jetzt sind diese 3 Wochen oder 4 Wochen, die wirklich nur uns gehören. Das schon, also es wären schon Urlaube, also dadurch, dass ja der Luca noch schulpflichtig ist, wären eben Urlaube schon 2 Jahre im Voraus geplant, also die Familienurlaube, sag ich mal. Dann muss er das halt wirklich richtig blockieren, dass er sagt, okay, im August diese 2 Wochen, die werden blockiert, denn da machen wir einen Familienurlaub und da darf auch nichts dazwischen kommen, weil eben der Luca schulpflichtig ist. Ja? Mhm. Aber auch da gibt es immer wieder Sachen, wo man sagt, okay, es ist jetzt Fernsehen und es ist wichtig und da muss er dann eben doch mal, also wir sind halt sehr gerne auf Mallorca, da muss er dann eben doch mal 2 Tage wieder nach Deutschland fliegen und dort irgendeine Show machen. Das planen wir schon. Also ich versuche das natürlich immer auch aufrechtzuerhalten. Ich versuche jede freie Minute, wenn Luca irgendwo mit Freunden an der Ostsee ist oder wenn er auf Klassenfahrt ist, dann sage ich das auch, blockier dir das. Da sind wir ganz für uns alleine, da fahren wir weg. So. Mhm. Das versuche ich auf jeden Fall immer einzurichten, dass wir eben auch, wie du sagst, die Zeit auch mal ganz alleine hat. Und dieser Familienurlaub einmal im Jahr, der ist klar, der ist fest, aber dass man eben auch sagt, okay, wir haben jetzt 2, 3 Tage frei oder wir geben das Kind jetzt, weiß ich nicht, zur Oma und wir fahren jetzt mal 3 Tage irgendwo in so ein Wellness-Hotel oder so. Und das ist auch ganz wichtig und das machen wir. Das schaffen wir eigentlich auch dank mir, kriegen wir das auch immer wieder hin, weil er hat einfach den Kopf nicht dafür. Aber ich plane das und Mutti muss machen. Mutti muss machen. Ja. Sehr gut. Kenne ich von zu Hause. Genau. Schatz, jetzt reicht's aber mal. Jetzt nehmen wir uns mal Auszeit. Du sagst, ihr seid gern auf Malle, auf Mallorca. Malle sagt man ja so umgangstechnisch. Mhm. Auch meine Lieblingsinsel, darf ich sagen, an dieser Stelle seit ich keine Ahnung wie viele Jahre, düse ich dahin. Wo seid ihr? In welcher Ecke? Mehr im Norden, mehr unten oder hier Ballermann? Kann ich mir eigentlich bei euch nicht vorstellen. Also ich fliege zum Beispiel immer sehr gerne oben nach Cala Ratllada in den Nordosten der Insel, weil ich einfach das Gefühl habe,
Es ist dort noch ein bisschen ruhiger. Man hat, wenn man mal ausgehen will, kann man das tun. Wenn man aber seine Ruhe haben möchte, kann man die auch haben. Oder reist ihr rum? Nee, wir haben dort, ich glaube, das ist im Südosten unten bei... also es ist Porto Polenta. Okay. Und das ist eigentlich, ich sag mal, wir fahren schon von Palma ungefähr 40 Minuten dorthin, aber das ist ganz okay, weil das ist ein schönes kleines Städtchen, ganz ruhig, Strände sehr leer. Und da sind wir eigentlich immer auf so einer Finca schon seit Jahren. Und dort fahren wir dann auch ab und zu mal weg. Dann fahren wir abends eben irgendwo mal an irgendeinen schönen Hafen oder mal nach Palma rein. Aber sind eigentlich immer wieder so im Urlaub auf dieser Finca schon. So ein zweites Zuhause geworden für euch. Ja, kann man so sagen. Doch. Wo man zur Ruhe kommt. Geht mir auch so. Wenn ich auf dieser Insel bin und ich bin so in den Lokalen, die ich gerne besuche, in meinem Lieblingsrestaurant, was ich gerne besuche und mir dann meine Krustentierplatte bestelle, ach, dann fällt alles von einem ab, bei einem schönen Rioja. Und dann kommt man einfach wieder zu sich, dann erdet einen das so. Ich liebe es auch. Wir sind auch gerade am Plan August. Irgendwann Anfang August werden wir auf jeden Fall die Biege machen. Ja, ne? Das muss auch sein. Eine letzte Frage habe ich an dich. Ja. Wir bewegen, also du bist ja in diesen Job gekommen, eben dadurch, dass deine Familie, explizit dein Vater, auch aus der Musikbranche kommt. Jetzt gibt es ja heute ganz andere Möglichkeiten für jemanden, der neu in dieses Geschäft starten möchte. Es gibt Castingshows en masse. Und diese Frage stelle ich eigentlich immer ganz gerne. Wenn du jetzt noch mal anfangen würdest, ne, würdest du, Tanja, zu so einer Castingshow gehen? Oder würdest du sagen, nö, auf keinen Fall? Also mit dem Wissen von heute würde ich die erste Castingshow besuchen, vielleicht auch noch die zweite. Und das war's aber dann, das schon. Also weil ich denke, so ein Alexander Klaas, der hat es geschafft. Absolut. Der hat einfach Profit daraus geschlagen, der hat gewonnen und hat dann super seinen Job gemacht. Also hat sich ein bisschen abgeseilt von diesem Haifischbecken, sag ich mal. Ist erstmal, hat jahrelang Musical gemacht oder macht es, glaube ich, immer noch. Ja, immer noch. Und da gibt es natürlich einige andere Beispiele. Aber die Shows danach, es fing ja immer an, dass man das dann immer mehr belächelte und das wird dann schon schwieriger. Also ich kann dir die letzten 5 Gewinner nicht nennen, obwohl die näher dran sind als die ersten 2 Gewinner. Und an die kann ich mich eben noch erinnern, weil man eben ab und zu noch was von denen hört und weil es halt wirklich noch ein richtiger Hype war. Und wenn man nicht ganz blöd ist, dann kann man daraus auch was machen. Und mit dem Wissen von heute würde ich schon die ersten 2 Castingshows besuchen, aber dann eben auch nicht mehr. Und es ist halt einfach schwer in dem Job, das ist ganz klar. Also ich bin ja da nun wirklich schon jahrelang drin und kriege ja wirklich auch ganz, ganz viel mit. Selbst Martin und Freddy von Fantasy, die sind ja jahrelang wirklich nur rumgetingelt, bis dann irgendwann der Erfolg kam. Und die sind natürlich für mich auch das beste Beispiel dafür, dass man einfach nicht aufgeben soll. Ja. Man soll einfach immer weitermachen. Korrekt. Und, das sagt sich wirklich so salopp, aber es ist da wirklich was Wahres dran. Einfach immer dran glauben und seine Ziele nie aus den Augen verlieren. Und dann kann man mit ein bisschen Glück wirklich was erreichen. Recht hast du, ja, absolut. Und Talent außer Frage hast du, die Optik hast du, den Willen hast du. Und das Dankeschön. Ist etwas ganz Wichtiges. So sehe ich das genauso. Und genau diesen Weg marschiere ich persönlich auch. Und ich glaube, das ist aber so ein allgemeines Ding, was man auch mal ganz gerne weitergeben kann. Egal, was es ist, ob es in der Musikbranche ist, egal, was man macht, egal, was man sich wünscht, sein Ziel zu fokussieren und sein Ziel vor Augen zu halten und vor allen Dingen immer zielgerichtet auch auf dieses Ziel zu marschieren, ist, glaube ich, auch so ein kleines Geheimrezept für den hoffentlich sich dann einstellenden Erfolg. Genau. Ne? Kann man einfach als Schlusswort auch mal so, stehen lassen. Genau, das lassen wir jetzt so stehen. Lassen wir mal so stehen. Tanja, ganz, ganz liebe Grüße zu dir. Ja. Hier aus dem Studio von mir und sehr wahrscheinlich oder mit Sicherheit auch von den Zuschauern. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, wir sehen uns ganz, ganz bald in Persona mal wieder. Grüß den Martin ganz lieb. Und ich werde Anfang nächsten Monat in der Nähe von Berlin sein. Vielleicht klappt es ja dann mal. Na also, dann einfach
Ich bimmel durch. Alles klar. Warte. Tanja, ich danke dir von Herzen. Ja, ich danke dir. Wir werden jetzt gleich dein Video sehen. Das werden wir genießen. Toller Song, tolles Video. Und dein Album, das ist auf jeden Fall auch ein absolutes Muss in ihrem Plattenschrank, liebe Zuschauer. Also kaufen, kaufen, kaufen. Tanja, wie heißt es? Sag's nochmal bitte. Du hast es vorhin schon gesagt. Aber Werbung kann man nie genug machen. Es heißt Lebensecht. So, genauso wie du, genauso wie wir. Lebensecht. Kaufen Sie sich's, liebe Zuschauer. Es ist wirklich ein Ohrenschmaus. Ich sage nochmal schönen lieben Dank, Tanja. Wir hören uns und genießen noch diesen wunderbaren Tag. Das mache ich. Und liebe Grüße auch an die Zuschauer. An die Zuschauer und an die Zuhörer. Genau. Alles klar. Okay. Danke dir. Bis dann. Bald. Danke. Tschüss. Am Telefon ist jetzt, und ich habe es am Anfang der Sendung schon angekündigt, Janina Elkin. Eine großartige Schauspielerin, eine ganz sympathische Person und eine fantastische Tänzerin. Hallo Janina, grüß dich. Hallo. Hallo. Wo störe ich dich gerade? In Berlin. Ich gucke über die Dächer von Charlottenburg und freue mich auf das Gespräch mit dir. Sehr schön. Also das heißt, ich störe dich jetzt nicht beim Textlernen oder bei irgendwelchen Proben. Ich habe tatsächlich gelernt, ich fahre heute Abend wieder nach Erfurt, wo ich ja schon seit 3 Jahren so eine Serie drehe, Schloss Einstein. Das ist eine Kinder- und Jugendserie, die gibt es schon, glaube ich, seit 16 oder so 18 Jahren. Da spiele ich seit 3 Jahren eine Lehrerin und da fahre ich heute Abend auch hin und habe auch tatsächlich Text gelernt bis jetzt, aber... Brav. Ich mache jetzt mal ein Päuschen. Brav. Hast du Probleme beim Textlernen? Also ich habe mich da immer unheimlich schwer getan. Ich habe ja nun auch den einen oder anderen Ausflug mal gemacht in die Schauspielerei. Daher kennen wir uns ja. Wir waren das ja mal Bruder ja. und Schwester. Ja. Hast du da Probleme? Überhaupt nicht. Also mir fällt Textlernen wahnsinnig leicht. Ich habe am Dienstag auch ein Casting. Da haben die mir jetzt gestern wirklich so richtige Lappen von Text drüber geschickt. Ja. So richtig ewige Monologe. Und ich habe das einfach mit auf mein Fahrrad genommen, während ich hier so meine Sachen in Berlin erledigt habe und immer kurz auf den Text geguckt. Und jetzt kann ich den eigentlich schon. Also, bist du jemand, das ist ja von Regisseur zu Regisseur auch unterschiedlich. Manch einer will ja ganz genau das vom Text so haben, wie er es auch da aufgeschrieben hat. Andere wollen es eher etwas freier. Was? Ich bin da der Grusel aller Drehbuchautoren. Ich bin da immer gerne am Diskutieren und nochmal am Verändern. Und okay. Also ich bin eigentlich immer jemand, der sehr kritisch mit dem Text umgeht und dann am Set wirklich, mir fallen auch immer alle Fehler im Drehbuch auf. Jedes Mal komme ich dann und erstmal wird es dann abgeklärt. Aber ich habe... Ja, meistens recht. Und ja, also manchmal habe ich das Gefühl, dass Drehbuchautoren nicht immer so einen Gedankengang verfolgen, ja. Ja. Und da versuche ich manchmal nochmal Schauspielerin zu sagen, ja, wie wäre es, wenn man das so und so macht, weil dann wäre der Gedanke flüssiger. Und das habe ich eigentlich bis jetzt sehr positiv erlebt mit Regisseuren, die dann sagen, naja, du kennst die Figur eben besser. Und manche sagen, nee, manchmal ist das wirklich das heilige Gral, dann ist es halt so. Das ist, ich werde dafür bezahlt und dann machst du das, was man dir sagt. Genauso machen. Du machst ja unfassbar viele Sachen. Du drehst viel, du hast eben die Serie schon erwähnt. Sag mal ein paar Meilensteine. Was hast du, wo kennt man dich noch her? Ich glaube, so von der Bühne ist das bekannteste Dirty Dancing. Da habe ich die Baby gespielt hier am Theater am Potsdamer Platz. 1 Jahr lang, das war eine ganz wundervolle Zeit. Ich habe dann aber aufgehört nach 1 Jahr, weil ich dann eine Veränderung gebraucht habe und ja. habe dann gedreht und für die Horror-Genre-Menschen gab es einen Horror-Thriller-Film, okay. den die Kinos kamen, der hieß Bella Kiss. Da habe ich mitgespielt. Dann für die Weihnachtsmärchen-Menschen kam um Weihnachten herum vorletzten Jahres Silent Night oder Stille Nacht, die Geschichte, wie eben dieses Lied Stille Nacht, Heilige Nacht entstanden ist. Da habe ich eine ganz wundervolle Rolle spielen dürfen. Und also auch ganz viel so in aller Freundschaft, so jetzt Soko Stuttgart habe ich gerade gedreht. Diese ganz, so was man halt eben als Schauspielerin macht.
Patient, Mörder. Das wäre meine nächste Frage übrigens gewesen. Ne? Ist das so, dass man irgendwann, hat man irgendwann so einen Stempel drauf? Also Stempel insofern, dass man für eine bestimmte Charaktere immer wieder genommen wird? Oder, ich meine, der Reiz bei der Schauspielerei liegt ja darin, dass du sagen kannst, heute bin ich mal die Böse, bin ich mal das Monster, morgen bin ich die ganz Liebe, übermorgen bin ich die Sekretärin und wiederum eine Woche später bin ich die Chefin von einer, von keine Ahnung, von einem riesen Industrieunternehmen, keine Ahnung was. Gibt es da was, wo du merkst, dass du öfter die gleiche Charaktere da rausgefischt wirst, oder hast du das Glück, sehr breitflächig eingesetzt zu werden? Also ich muss sagen, dass ich wirklich das wahnsinnige Glück habe, sehr breitflächig. Also ich kann nicht sagen, dass ich irgendwie bestimmte, ich bin mal wirklich auch die Mörderin und mal auch die russische, das kann ich gleich erzählen, Frau und mal die Tochter und mal die Mutter. Und das ist vielleicht ein bisschen so der Vorteil, wenn man jetzt nicht so bekannt ist, ja, dass jeder so, Janina Eckner, klar, kenne ich. Sondern wenn man halt so arbeitet und die Branche kennt einen ein bisschen, aber jetzt eben nicht, dass man weiß, das ist jetzt irgendwie... Ich will keinen Namen nennen von den Schauspielern, von den Bekannten. Aber da ist man eher dazu geneigt, die dann immer wieder so zu besetzen, weil eben das große Publikum die auch so kennt und auch deswegen. So erwartet liebt. Ja eigentlich schon fast, ne? Irgendwann ist ja auch so eine Erwartung, ich sag, und ist ja vielleicht auch schon erwartet, bestimmte Personen, die jetzt auch genau. In der Yellow Press und so, da ist einfach die Erwartungshaltung, die muss doch jetzt das spielen, weil das so genau. Muss, ne? Genau. Jetzt sind wir wieder da mit Janina Elkin, immer noch am Telefon, die ich gerade gefragt habe, die Schauspielerei, wann hat das eigentlich bei ihr begonnen? Ob sie damals schon mit dem roten Käppchen um den Weihnachtsbaum gelaufen ist? Das interessiert nicht nur mich, sondern auch die Zuschauer. Wie kam das bei dir? Also ich komme aus dem Tanzen her. Ich habe schon als Kind angefangen zu tanzen, so mit 5 oder 6. Ja. Und das ist ja auch im Prinzip eine Ausdrucksform, ja. Und ich habe schon immer irgendwie dann gemerkt, also das ist natürlich auch gesagt bekommen, dass ich eine sehr ausdrucksstarke Art habe, ja, auch eben Geschichten zu erzählen mit dem Tanz. Es gibt ja da einfach Talente, würde ich jetzt mal so sagen. Und das war eben mein Talent irgendwie. Und ich hatte so das Gefühl mit der Zeit, so das Tanzen, das reichte mir irgendwie nicht, weil, die Sprache ist ja auch einfach ein Medium, ja, mit dem man ganz viel, und ich wollte da einfach mehr. Ich wollte nicht nur eben Tondus und Pliés und Tondus und Pliés. Und, wobei du das so traumhaft machst, entschuldige, dass ich dich unterbreche. Ja. Ich erinnere mich gerade an eine Situation, das war in Indien, oder? Wo du in diesem Tanzsaal warst. Wo war? War das in Indien, da hast du mir mal was vorgetanzt, in so einem Tanz. Weißt du das noch? Nee. Doch, da. Ja, irgendwo haben wir gedreht. Ich glaube, es war in Indien. Ich weiß es nicht mehr genau wo. Und dann hast du da getanzt. Und ich habe gedacht, wie kann ein Mensch, liebe Zuschauer, Sie können sich das nicht vorstellen, wie kann ein Mensch seinen Körper so beherrschen? Ja, also ich muss dazu... Ach, ich weiß. Weißt du es noch? Das war diese Headphone-Party. Ganz genau, richtig. Die skurrile Headphone-Party. Für alle die nicht wissen, was eine Headphone-Party ist, wir müssen es kurz aufklären, ja? Also wir hatten zusammen gedreht in Indien, in Goa war das. Genau. Und es war Drehschluss und wir waren essen und wollten dann noch auf eine Party gehen, auf so eine schöne, auf eine Party halt. So, und wir sahen Lichter von Weitem und sind diesen Lichtern entgegengefahren, also offensichtlich war da eine Party, aber wir hörten keine Musik. Und selbst als wir 20 Meter entfernt waren und die Leute schon tanzen sahen, hörten wir keine Musik. Der Hintergrund war der, dass die alle einen Kopfhörer aufhaben und es war eine Headphone-Party. Eine Party, wo alle die Musik nur über Kopfhörer gehört haben. Sensationell. Mit 2 Kanälen. Mit 2 Kanälen. Und dann hat man sich also... Man konnte sich aussuchen, zu welchem PJ man tanzt. Das heißt, der Nachbar neben dir tanzte manchmal so ganz komisch zu einer ganz anderen Musik. Ja. Und du gedacht hast immer, was ist mit dem los? Und dann ist dir dann wieder eingefallen, ach scheiße, der hat wahrscheinlich einen anderen Kanal.
normal. Und abhängig davon, wenn die Leute richtig abgegangen sind nebendran, dann hast du eben auch umgeschaltet und dachtest, oh, da muss jetzt gerade echt ein guter Song laufen. Ich werde es nie vergessen, ja. Sensationell. Und da habe ich dich halt zum ersten Mal tanzen sehen, es war grandios. Aber dann hast du gesagt, Tanz reicht mir nicht aus, ich will eben auch mein Medium Sprache benutzen, ich kann noch viel, viel mehr ausdrücken und das kannst du in der Tat. Und dann fing es an mit Schauspielerei. Wie waren da so die ersten Steps? Also da war einfach, da habe ich irgendwie mal einen Kurzfilm gedreht, da hat mich jemand gefragt. Und dann hatte ich diesen ersten Kurzfilm gedreht und hatte dann so eine Ausschreibung gesehen von damals Stagepool. Das ist so eine Künstlerplattform. Ja. Und die haben ein Stipendium ausgeschrieben. Da konnte man sich eben mit seinem Traum bewerben. Und das Ganze wurde gesponsert von der Gruppe ABBA. Die wir alle kennen. Ja. Und da habe ich halt eben hingeschrieben und meinen ersten Kurzfilm eingeschickt und gesagt, ich möchte gerne auch eben, mein Traum ist es, in New York Schauspiel zu studieren und habe dann musste man irgendwie eben was beilegen so und ich habe dann diesen Kurzfilm beigelegt, den ich da gedreht hatte und ich habe tatsächlich dann von denen dann, ich glaube es waren zwei Preise, ich habe einen der Preise gewonnen. Der eine war eine Opernsängerin und das andere war eben ich. Ja. Und ich habe von Björn, von ABBA persönlich diesen Preis überreicht bekommen. Und ganz lustige Geschichte war so, dass meine Mutter gesagt hat, als es dann klar war, dass ich dann diesen Preis bekomme, du musst ihn unbedingt sagen, dass ich ihn liebe. Wenn du ihn siehst. Hast du es gemacht? Hast du es ihm gesagt? Ja, und ich, die gute Tochter, die ich wirklich bin, das muss man wirklich sagen, stand da in diesem Lichtblitzgewitter, also natürlich wegen Björn, nicht wegen uns, ja, mit meiner Urkunde, lächelte da so halb verkrampft in die Kamera und dann fiel mir, Scheiße, das ist jetzt deine letzte Chance, das dem zu sagen, weil danach ist er, irgendwie macht er nur noch Interviews. Und dann drehe ich mich zu ihm um und ich war wahnsinnig und sagte, I need to tell you, my mom loves you. Okay. Und er guckt mich an und dann hat er was gesagt, das habe ich in dem Moment nicht verstanden, dann sagt er so, yes, but you don't love me. Und ich war so, hä? Was meinten wir damit? Jetzt im Nachhinein habe ich das natürlich ein bisschen verstanden, aber das war eine sehr lustige Geschichte, für mich zumindest. Dann hast du diesen, hast du diesen Preis gewonnen und bist du dann nach New York gegangen? Genau, ich bin nach New York gegangen und war da so ein Jahr, 8 Monate circa. Wow. Und bin dann zurück und habe dann ganz normal diese ZAV-Prüfung gemacht, also früher hieß die ZDF, so ein TÜV für Schauspieler in Deutschland. Und da habe ich vorgesprochen, 3 Rollen und einen Song. Und dann sagte der ältere Herr nach meiner Aufnahmeprüfung, also, wir nehmen Sie auf mit einem Versprechen, Sie singen nie wieder. Okay, das ist doch ein Deal, da kann man sich doch drauf einlassen. Ich meine, und dann habe ich gesagt, okay, gut. Jetzt bist du eigentlich echt fest im Boot. Man sieht dich wirklich in vielen, vielen Fernsehstücken, in vielen Serien bist du zu Gast. Wir quatschen aber gleich mal, wie es dann weiterging und ob es vielleicht auch mal einen Punkt gab, wo du gesagt hast, Mensch, hätte ich vielleicht bloß einen anderen Weg gewählt. Und welcome back, da sind wir wieder zurück bei VolksTV Interaktiv. Ist immer noch für Sie hier am Start mit Janina Elkin am Telefon. Wir haben gerade so ein bisschen gehört, wie Ihre Geschichte als Schauspielerin begonnen hat, dass sie einen riesengroßen Preis gewonnen hat, der eben dann Sie nach New York geführt hat für über 1,5 Jahre. Du bist also jemand, der sein Handwerk ja, vom Grunde auf gelernt hat. Ich habe mich dann aber auf jeden Fall noch sehr, sehr, sehr viel weitergebildet. In Berlin gibt es auch ganz tolle Lehrer. Ich war ja noch mal ein Jahr auf einer Schule und habe Meisnertechnik ein Jahr gemacht. Also ich mache eigentlich immer noch, ich war jetzt in London gerade und habe da noch mal mich fortgebildet. Also ich finde, dass das Handwerk kennt man eigentlich nie. Also ich bin jemand... Entschuldigung, ja. Kennst du eigentlich aus deiner Arbeit jetzt heraus Kollegen,
die zum Beispiel nie Schauspielunterricht genommen haben. Gibt es so Naturtalente oder würdest du generell sagen, für jeden, der vielleicht mit dem Gedanken spielt, auch diesen Beruf zu ergreifen, mach eine Ausbildung oder gibt es vielleicht auch Situationen, wo du sagst, mach bloß keine, damit du genauso bleibst, wie du bist? Also ich würde grundsätzlich jedem raten, eine Ausbildung zu machen. Okay. Besonders, weil Deutschland einfach ein Land ist, was sehr, wie soll man sagen, auch korrekt ist. Ja, ja? Also okay. In Amerika ist es eher einfacher, so vielleicht durch sein Talent einzusteigen. Ja. Deutschland ist einfach so durch die Geschichte und so, durch die Handwerksgeschichte auch, eher so dazu geneigt, dass die Leute eher sehen wollen, dass man das Handwerk auch gelernt hat. Also das ist durchaus, vielleicht auch ein Kriterium, wenn man sich vorstellt bei Castings, die gucken sich dann an, alles klar, die war so und so lange da und da und da und da und da und da. Das macht natürlich Eindruck. Absolut. Und dann kann man davon ausgehen, okay, die weiß auch, was sie tut. Genau, ja, absolut. Gab's mit Sicherheit, jetzt interessiert mich nur, wer, du hast mit Sicherheit mit vielen ganz Großen auch schon zusammengearbeitet, oder? Oder gab's für dich außer Björn eine Begegnung, den du ja nicht liebst, eine Begegnung, wo du sagst so, boah, das hätte ich nie gedacht, dass ich mit dieser Person mal zusammenarbeite oder die auf ein Set treffe, mich mit dieser Person irgendwie austausche und dann erkenne, Mensch, ist ja auch nur ein ganz normaler Mensch. Vielleicht in New York? Ich habe ein Abendessen gehabt mit Til Schweiger. Also ich habe jetzt noch nicht mit ihm gedreht, aber da habe ich auch, und seiner Tochter Emma. Ja. Und da habe ich irgendwie gedacht, ist eben ganz normaler, ich weiß nicht, so, man hört immer irgendwie so viel so drumherum. Und ich fand ihn sehr sympathisch und die Emma wahnsinnig bezauberndes Mädchen. Wir haben uns toll verstanden, tatsächlich mit ihr irgendwie, sehr gut und hab dann mit den Kindern ganz viel Quatsch gemacht und so. Okay. Und das war, ja, da hat man vielleicht auch gedacht, naja, die ist jetzt als Kind irgendwie groß, also als Schauspielerin auch schon so erfolgreich geworden, ja, und mit so einem Papa. Aber es war gar nicht so und es war ganz, ganz bezaubernd zu sehen, dass sie doch noch Kind ist. Ja, die war total Kind und auch ein wahnsinnig schlaues Kind auch. Und die Schweiger war einfach ein ganz wundervoller Mann, ja, also hat da gar nichts irgendwie großartig machen müssen wollen, weiß nicht, sich beweisen, zeigen. Ja, okay. Das war ganz, ganz schön zu sehen, ja. Ja, es ist ja oftmals, wir da auch ein Gläschen trinken konnten zusammen. Oftmals vergisst man ja, dass hinter diesen Menschen, die eben bekannt sind durch die Medien, es sind ja auch nur ganz normale Menschen, die ihren Job einfach machen. Ja. Was liegen bei dir jetzt noch für Projekte an? Wir hatten jetzt vor der Sendung schon ein, zwei Minuten gesprochen. Du kommst ja quasi eigentlich im Moment gar nicht zum Schlafen, mal ganz salopp gesagt. doch, ich komme schon zum Schlafen. Also ich drehe jetzt im Sommer bis Oktober wieder Schloss Einstein, okay, diese Serie. Dann sind wir mit einem Film nominiert für den Studio Hamburg Preis am 23. in zwei Kategorien. Der Film wird am 22. um 5:12 Uhr nachts im ZDF ausgestrahlt. Ein ganz toller Film über illegalen Organhandel. Oh, okay. Da spiele ich mit einem wundervollen, fantastischen Kollegen, den ich wirklich bewundere bis ins Knochenmark, Thorsten Merten. Ganz, ganz großartiger Kollege. Und da begegnen sich diese zwei Menschen, also meine Wenigkeit und er in Istanbul, und mehr verrate ich nicht. Okay. Ganz, ganz toller Film, hat bei Max Effels den Publikumspreis gewonnen. Und wie gesagt, fantastische Kritiken bis jetzt. Also unbedingt einschalten. Sie merken sich das nochmal, liebe Zuschauer. Wann war das jetzt am 22. Juni um kurz vor 12, also 5:12 Uhr nachts. Weil das ZDF natürlich so ernsthafte Themen. Nein, das ist ein kleines Fernsehspiel und das ist einfach der feste Sendeplatz dafür. Okay, also unbedingt einschalten. So. Genau. Kinomäßig, hast du da auch was in den Ausblick? Jetzt momentan ja, also ich drehe zum Sommer einen Kinder- und Jugendfilm auch, der heißt Entegut.
Und da, das wird jetzt aber erst gedreht. Im Sommer, da habe ich jetzt 5 Drehtage. Der kommt dann, wahrscheinlich nächsten Frühjahr ins Kino oder so. So, das ist das nächste Kinoprojekt, was ich habe. Und sonst ist ja bei uns eigentlich immer ganz spannend. Ne? Man weiß irgendwie nicht, ich habe ein Casting für einen Film jetzt am Dienstag. Es passiert eigentlich permanent was. Es ist in Bewegung, ich bin in Bewegung. Im Winter drehe ich noch einen anderen Film, der jetzt schon feststeht, auch mit tollen Kollegen. Da werden gerade, kämpft man um die Förderung, das liebe Geld überall. Ne? Sicherlich, ja, großes Thema. Aber ja. Mensch, das ist doch toll und ich finde es super. Ich meine, wir kennen uns jetzt sehr, sehr lange und ich finde es toll, dass es bei dir so super läuft und dass du auch eine Person bist. Aber das habe ich bei dir auch sehr schnell feststellen können. Du weißt, was du willst und du gehst auch souverän deinen Weg. Ja, und du bist auch jemand, der auch nicht zu faul ist, eben für seinen Erfolg auch zu arbeiten, den du mit Recht verdienst. Ach, ich falle auch schon immer wieder hin, ne? So glatt läuft es dann immer nicht, das weißt du ja auch. Also es gibt auch Phasen, wo man eben sehr viel an sich zweifelt und so glatt laufen die Wege, glaube ich, bei niemandem. Also ich vielleicht schon, aber so wie ich das Leben kennengelernt habe, ist das eben auch immer, man muss für Dinge kämpfen und nicht immer alles, was man möchte, klappt und richtig. Dann fällt man hin und weint ganz viele Tage und dann steht man halt wieder auf. Aber man weiß sie dann auch, man weiß den Erfolg auch dann viel besser zu schätzen, wenn man eben dafür auch richtig gekämpft hat. Aber wo du das gerade gesagt hast, gab es denn mal Momente, wo du sagst, boah, hätte ich mal was Anständiges gelernt? Weißt du, was ich meine? Also so dieses Künstler-Dasein, egal ob als Sänger oder Schauspieler. Es ist ja oftmals, oder es ist generell sehr steinig, es ist sehr viel Konkurrenz da. Man kann mal ganz oben sein, man kann mal ganz unten sein. Sehnst du dich manchmal nach einem, in Anführungsstrichen, normalen Leben? Sagen wir mal so, ich denke ein bisschen anders. Ich wünschte, ich könnte das, denke ich dann. Also weil ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwie dafür gemacht bin. Ich glaube, ich wäre wahnsinnig, wahnsinnig unglücklich. Also das ist einfach so, dass mein Körper, meine Seele, mein Geist, alles so diesen Weg nur gehen kann. Es gibt für mich einfach gar keine Alternative so. Also es ist wie wenn man, ich will mich jetzt nicht irgendwie mit Mozart oder Bach vergleichen, auf keinen Fall, das waren ganz genial. Aber ich glaube, dass die wahnsinnig unglücklich gewesen wären, wenn man die jetzt dazu verdammt hätte, Schuhe zu machen. Ja. Weil irgendwas in diesen Menschen. Und manchmal hadere ich dann so ein bisschen mit Gott, also ich sage ich jetzt mal so, dass ich sage, ja, warum hast du mir das in meine Seele reingelegt? Ja, weil ich würde es eigentlich manchmal gerne einfacher haben, ja. Und ich wünschte, also, aber ich finde, das gibt da für mich nicht so diesen Weg dahin, zu sagen, ich mache das einfach nicht. Dann kann man ja eigentlich schon von einer Bestimmung sagen oder einer Berufung. Ich meine, was Schöneres gibt es ja nicht. Ich teile das, was du gerade sagst und für mich ist auch das Schönste, eben Leute zu unterhalten, mein Job, egal ob es nur moderativ ist oder Schauspieler, die Schauspielerei ist bei mir ein ganz kleines Kapitel, aber eben meine große Liebe, auch die Musik. Man fühlt sich einfach dazu berufen. Und in diesem Augenblick, wo du es machst, bist du einfach mit Leib und Seele und mit jeder Zelle dabei, richtig? Absolut, da löst sich für mich das Raum-Zeit-Kontinuum auf. Und man ist so in diesem Moment und das ist für mich irgendwie, das kennen vielleicht noch buddhistische Mönche aus der tiefen Meditation. Ja. Ich meditiere zwar auch, aber ich habe das noch nicht erreicht, in diese Richtung zu kommen. Aber tatsächlich, wenn ich spiele oder tanze, das sind so die einzigen Momente, wo ich das Gefühl habe, da entsteht so eine Verbindung mit allem. So, man sagt ja, alles ist eins. Und ich erlebe es in den Momenten, dass es so ist. Und das gibt mir das Gefühl, zu Hause zu sein, auf jeden Fall. Und das merkt man auch, wenn man dich spielen sieht, wenn man dich tanzen sieht. Ich habe es gesehen, ich durfte es erleben, nicht nur von außen, sondern ich durfte mit dir auch
zusammenspielen schon mal und es war wirklich, nochmal danke an dieser Stelle, wirklich eine tolle Erfahrung, die auch mich als ganz kleiner, als Schauspielerchen mich aufgefangen hat. Wenn Sie die Chance haben, liebe Zuschauer, Janine mal irgendwo zu sehen, ob es im Fernsehen ist, ob es auf einer Bühne ist, ob sie irgendwo tanzt, ob sie, wie auch immer sie sich darstellt, Sie müssen es einfach mal genießen. Und Sie dürfen das auf keinen Fall verpassen. Also am 22. haben Sie die Gelegenheit im ZDF um, was haben wir gesagt, 5 vor 12, ne? 5 vor 12, 23.55 Uhr. Unbedingt reinschauen. Und wie hieß dieser, du hattest vorhin was erzählt, wenn ich es richtig verstanden habe, ein Horrorfilm, das ist ja so mein Genre. Ach so, ja, Bella Kiss, das war eine amerikanische Produktion. Die haben ja im Schwarzwald gedreht ja. Und haben den ursprünglich auf Englisch gedreht. Und den gibt es aber auch in Deutsch synchronisiert. Ich synchronisiere mich sogar selber. Sehr gut. Kann man den leihen? Kann man bestimmt leihen irgendwo, oder? Was sagst du? Kann man den leihen irgendwo? Ja, ja, der ist sogar auf diversen illegalen Portalen. Ja gut, da gehen wir nicht rauf. Also ich gucke, dass ich den kriege. Ansonsten rufe ich dich nochmal an, dann schickst du mir den her. Das ist genau mein Genre. Und das werde ich mir dann abends mal mit meiner Lebensgefährtin reinziehen, wie man so schön sagt. Janine, ich danke dir ganz, ganz dolle, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns ein bisschen zu plauschen. Sehr gerne. Ich hoffe, wir sehen uns ganz bald mal in Persona wieder. Grüß deinen Liebsten. Das mache ich. Und weiter so. Geh weiter nach vorne, geh weiter voran. Du machst genau das, was zu dir passt und was für dich bestimmt ist. Das ist genau richtig, was danke du machst. Dir. Ich danke dir, Janine. Bis danke. Bald. Mach's gut. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Ciao.